Hallo, Freunde! Er macht es jedes Mal! Nein, hallo! Zweites Mal. Das stimmt. Ja gut, aber trotzdem hast du schon oft genug gemacht. Willkommen zurück zu Let's Play Mega Man 3 mit mir und euch. Ja, wir sind das letzte Mal mit diesem komischen Screwdriver-Vogel fertig geworden und müssen in diesem Part Dr. Wily das Handwerk legen. Wir sind in seiner Endstage, in der zweiten Phase. Also hier ist wirklich alles vertreten, was wir in den vorherigen Leveln schon mal gesehen haben. Von daher hasse ich dieses Level, weil hier so eine Mischung aus allen ist und so, ne. Ja, und da gibt es auch noch eine richtig eklige Stelle, die ja immer an Dustman erinnert. Ja, bestimmt wieder so ein Kurzsprung-Scheiß. Stirb, wie auch immer ich da stehen kann. Ja, Magic Hands, nein! Hui! Ja, bei uns ist in den letzten Tagen nur Dreck, nur Dreckswetter, Alter, bei uns nur am Regnen. Regnet's gerade, oder was? Ja, auch als wir eben einkaufen, als ich eben einkaufen war, Regen. Es läuft. Ist so dreckig hier, ne? Hä, dreckig ist es gar nicht. Das ist geil, das man. Wetter. Electro Man. Ah, scheiße. Rush Kommt Jet. Da. Ja, ich weiß. Da bist du ja. Hm. Ist ein bisschen zu hoch. Das dürfte gehen. Ah, das ist richtig assi, Alter. Lucky Bolzen. Dolch, kurze Frage. Vielleicht weißt du das. Gibt es hier einen Checkpoint? Ich meine ja. Ich hoffe es. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Aber ich meine, dass es einen gab. Die Frage ist, bringt es mir etwas? Nein. Ich meine, ich bin jetzt mit einem Leben bewaffnet hier reingegangen, anstatt mit zweien. Aber du hast noch Energy Packs, oder nicht? Ja, eins. Besser als... Boah, warte, ich geh mal kurz zum Fenster. Ja, mach das, mach das. Oh, Leute, das ist ein Kampf hier. Na, Mist, von der Seite kann ich ihn nicht treffen. So, dich haben wir. Du bist auch down, mein Freund. Was haben wir hier jetzt? Schon wieder diese Elektromensch-Scheißdinger. Krass, was ein Tsunami, Alter. Oh, jetzt habe ich meine Flasche umgekickt. Heftig, ey. Aber irgendwie ist das Level cool, weil die halt nochmal alles reingebracht haben von allen möglichen Leveln. Das ist einfach so ein Mix aus 8 Leveln. Ja, das ist voll cool. Und aus allen Gegnern der 8 Level. Nein, was mache ich denn da? Boah, ich glaube, ich mache da in mein Fenster zu, ey. Boah, diese Kacke hier leckende. Ah, ich mache mal eben mein Fenster zu, das regnet hier sonst rein. Ey, ist das so schlimm oder was? Was war denn das jetzt? Ah, warum? Hey, hier war schon Cut-Dings. Wer ist es? Safe Point. Coole Sache. Ich sag doch, da gab's welche, aber ich war mir nicht sicher, aber jetzt bin ich mir sicher. Läuft. Erstmal den Stift zücken. Ist klar, dass dich das am meisten interessiert. Hörst du das Regnen eigentlich? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und wenn ich's höre, hören's alle anderen auch, also. Yay. Aber schlimmer als diese scheiß Soundfehler hier kann es nicht sein. Das ist wirklich teilweise richtig widerlich. Ja, ich muss mir das angucken, wenn es auf YouTube ist. Das ist zum Heulen. Ich habe nur noch ein Leben, das kann ich gar nicht schaffen. Ah. Boah. Musst du dich jetzt mal lauter machen, weil du trotz geschlossenen Fenster ist der Regen einfach unglaublich laut. Ja, und das meine ich ist so eine ähnliche Stelle aus Dustman. Ja, ich merke das schon, ich bin gerade voll im Konzentrationsmodus hier. Da muss man echt schnell sein. Ja toll, die Minimensch-Backen. Ich hätte gerne ein Leben. Oh nein. Hui, geschafft. Wow, ich wäre gestorben. Ernsthaft? Nö. Mann. Pet, als ob... Ja, trotzdem stirbst auch du irgendwann. Energy Pack. Ich zock das Spiel durch, ohne zu sterben. Das schaffst du nicht. Doch. Das musst du mir das nächste Mal beweisen. Das glaube ich dir nicht. Ich kann es gleich sogar machen, weil Bildschirmübertragung.
Ja, komm, machen wir. Aber erst machen wir hier zu Ende. Ja, ja, ist ja eh nicht mehr so viel. Hey, Monsieur, ich werf dir Sachen zu. Thanks much. Hey, du hast mal wieder unglaublich viel Glück. So. Wette, ohne Scheiß bringt mir alles nichts. Wette, ich sterbe gleich an so einer Instant-Kill-Stelle und dann bringt mir einfach gar nichts, überhaupt null. Ja, aber ohne Scheiß, ich habe es die letzten zwei Male durchgespielt, ohne ein einziges Mal zu sterben. Wette, gleich kommt der Vorführeffekt. Nee, ist mir egal, du verlierst trotzdem. Allein weil du es jetzt schon angemerkt hast, könnte es sein, dass du trotzdem gelogen hast. Ich traue dir nicht, okay? Also bei Dustman sterbe ich auf jeden Fall nicht. Wenn, dann sterbe ich bei Diveman. An dieser Stelle mit den Stacheln. Diveman ist cool. Ich finde Diveman weit einfacher als viele der anderen hier. Nein, ich kann aber keine Teile. Obwohl ich auch bei Diveman gestorben bin. Ich kann diese Abstoppsprünge bei Diveman nicht. Ach so, das meinst du. Ja, da sterbe ich immer. Ach, schon wieder diese Uhr. Fast immer. Das hatten wir... Jetzt hab ich die auch gerade Uhr genannt, obwohl das keine Uhr ist. Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung, irgendwas anderes. Android. Auf jeden Fall ist das Ding ziemlich berechenbar. Nein, ist es nicht. Ich habe einfach nur wahnsinnig Glück, dass sie sich anders bewegt, als ich denke. Das sah sehr professionell aus. Mein Gott. Ja, ich weiß, weil ich gut bin. Also so zwischendurch kann selbst ich mal was. Man glaubt es kaum. Boah, jetzt mach dich nicht schlechter, als du bist, Alter. Das habe ich auch nicht gesagt. Aber hin und wieder krieg auch ich mal was Gutes. Oh, scheiße. Ist dir schon mal aufgefallen, dass das aussieht wie ein Stecker? Ja. Ist dir auch schon mal aufgefallen, als du gerade gesagt hast, manchmal klingt auch mir was fuck. Immer wenn du dich lobst oder sagst, dass du was gut gemacht hast, stirbst du danach oder wirst getroffen. Ja, das ist aber immer so bei mir. Da wundere ich mich schon gar nicht mehr drüber. Und wie lang ist das Level noch? Ein bisschen geht es noch. Na gut, ich habe noch 3 Energy Packs. Ich habe einfach keinen Bock, das nochmal zu machen. Ich müsste es theoretisch im First Try schaffen. Aber... wie ich immer vergesse, dass wenn ich nicht mehr auf der Plattform bin, dass die sich dann mega langsam bewegen. Stirb einfach. Ja, super, du Hengst. Da oben eigentlich bin ich mir gar nicht Hengst. Drecksköter ist das. Ja, das ist Labello. Nicht im Ernst jetzt. Rush Gold. Nein. Bestimmt nicht. Du Kacknase. Wie habe ich den eben noch so gut kalt gemacht mit Drillman, ne? Scheiße. Hui, das war cool. Kommt noch einer von denen? Autsch. Nö, aber da ist das Ende. Ernsthaft? Jo. Das heißt, ich muss nur noch den Typen hier schaffen. Jo. Komm, bitte stirb nach 2 Dingern. Boah, ich dachte gerade. Boah, ja, Mann. Nein, Mann. 2 Sachen. Edgepack und Puh. Ah, ne, Puh brauchst du ja jetzt noch gar nicht, stimmt. Ich wollte schon sagen, das kommt doch später erst. Aber Dings, Dustman brauchst du auch nicht. Stimmt, warum habe ich Dustman ausgewählt? Oh nein, ich weiß nicht mehr, wie der geht. Auf seine Augen schießen. Der macht 2 Raketen, du musst am Rand stehen und dann rübergrätschen. Rüber. Rüber. Lol. Ja, ich habe das Spiel gehackt. Seine Augen schießen, jetzt rübergrätschen. Nö, braucht man gar nicht. Irgendwie. Man muss nur auf seine Raketen aufpassen. Aber das kannst du nicht wirklich. Guck, das ist voll dumm. Ja, jetzt geht's rüber. Jetzt bleibt da. Schießen deine Augen und grätsch rüber sofort. Alter, das gibt's doch nicht. So, jetzt grätsch rüber. Ich kann nicht in seine Augen schießen. Den juckt das einen feuchten, ob ich grätsche oder nicht. Ja, weil du nur einen voll aufgeladenen Schuss in seine Augen schießen kannst. Als ob ich keine andere Fähigkeit benutzen kann. Nein. Ernsthaft? Ja. Was ein Crap. Und du musst sofort rüber grätschen, wenn der hochfliegt. Boah, Alter, wie einfach ist das denn bitte? Sag ich doch. Das ist ja richtig behindert. Oh man, so ein Leben ohne Skill ist kacke. Fick dich, Rakete. Oh nein, jetzt konnte ich nicht springen. Erdbeben kacke hier. Oh, schon wieder. Perfekt. Läuft bei mir. Was ist denn das? So kann man das Video auch in die Länge ziehen. Das mache ich nicht extra bestimmt. Na also. So, und jetzt kommt die Puh-Phase.
Habe ich noch ein Energy Pack? Okay, gut, das müsste ich eigentlich schaffen. Wollen wir es hoffen? Ja, ich weiß. Es wird doch noch voll bekloppt jetzt gleich. Die Stelle ist eigentlich... Nein, Pat, lauf weg! Ich... ins Gesicht. Was ein Penner. Da immer, einmal werfen und ganz nach links rennen. Ganz, weil ganz links können die dir nichts. Was für Penner. Na Mann, ich dachte mir, wenn ich schon mal da bin, kann ich gleich noch einen reinhauen. Dann funktioniert das einfach nicht. Nein. Boah. Ja, ist ja gut. Alter, ich will ja nicht sagen, dass ich teilweise wahnsinnig viel Glück habe, aber doch. Ja, ich habe mittlerweile schon aufgehört, irgendwas zu sagen darüber. Gosh. Ja, können die mir nichts, ne? Können die auch nicht. Aber du standst nicht ganz am Rand. Doch, ich stand voll am Rand. Weiter ging's nicht. Nein! Was sind das denn für welche, ey? Das sind Bälle. Aus Carbon. Stirb einfach! Ich hab keinen Bock mehr auf den Typen. So. Also, dann sind zwei weitere Statistiken abgehakt. Einmal, ich fange mit dem an, das am wenigsten ist. Das ist die Game-Over-Statistik. Die beträgt 7. Was? Und die Tode, das sind, warte, 10, 20, 30, 33 Tode. Oh, ich bin so ultra scheiße, oder? Ja. Oh nein. Na gut, kurz zum Geschehen. Wir haben Dr. Wily in seiner letzten Festung besiegt. Er hat uns angefleht, dass wir ihn leben lassen. Das tun wir natürlich jedes Mal. Totenkorb. Und jetzt sieht's aus, als ob er stirbt, aber er stirbt nicht. Spoiler. Er ist nur traurig, seht ihr? Und, Es ist vollbracht. Ja, wir sind endlich durch. Letzte Stage war hardcore genug. Glück, dass ich da so gut durchgekommen bin eigentlich, würde ich mal sagen. Hättest du das letzte Energy Pack nicht mehr, du hättest alles von vorne machen müssen. Ich glaube auch, ey, dann wäre ich richtig am Arsch gewesen. Bomberpiep! Hm. Stimmt, jetzt sehen wir ja, wie die Viecher heißen, genau. Hologram. Ja, sowas wie Hologramm. Geowatz. Walking Bomb, ziemlich einfallsreich. Paras U. Ja, ich denke mal für Paracute, also dieses Paracute, ich weiß schon, Fallschirmding. Janma. Jumbo. Jumbo. Mekakero. Mekakero heißt das. Mekakerot. Und Lavalampe. Electric Gabiol. Gabiol. Lavalampe. Oh, cool, ey. Steckdose. Elecken. Elecken. Ja, die sehen aus wie Steckdosendinger. Mhm. Diese Plugs. Da. Das klingt irgendwie alles voll primitiv. Petit Snacky. Oh, das ist, kommt aus dem Französischen. Petit Snacky. Petit Snacky? Hammer Joe. Ey, das ist cool. Ich hab wusstest du, wie der Dicke aus Resident Evil heißt? Dieser mit diesem Gewehr, dieser mit dem MG immer rumläuft, der Fette? Ja, JJ. Richtig lustig. Ah, du hast es bei mir schon gesehen, du Penner. Nein. Up and down. Hey, das verstehe ich nicht. Achso, klar, weil die mal hochgehen und runterkommen dann. Pakato 24. Ey, das ist cool. M422. Guck, das klingt doch schon nach einem Metroid. Lol. Das klingt nach einem Soundfehler. Ja, das Batman. Batonton. 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 Raupi. Imorm. Das ist wahrscheinlich... Nein, das ergibt keinen Sinn. Was seid ihr? Helikon. An euch kann ich mich irgendwie nicht erinnern. Skeleton Joe. Die heißen alle Joe, bestimmt die ganzen Gegner. Ja. So ist das halt. Togehiro. Togehiro. Mantan. Ja, da war mit Mantax gar nicht so falsch. Echt mal. Das ist nur ein Rechtschreibfehler. Ja, ist so. Kaugummiautomat. Gachapon. Ach ja, erstmal was zu Mega Man, ein paar Worte. Jumbik. Alter, der hatte einen ganz anderen Namen, hast du gesagt. Draco. Ich weiß, ich nenne ihn immer Draco. Ich weiß nicht warum. Gary, ich habe auch das Gefühl, dass er irgendwo herkommt. Egal, jedenfalls ein paar Worte zu Mega Man 3. Das Spiel ist relativ schnell durchzuspielen. Es ist demnach ein kleines Spiel, aber es macht wahnsinnig viel Spaß, trotz dass man sich da aufregt.
Es hat unsere Kindheit geprägt. Ja, das sowieso, das habe ich gespielt, da war ich noch kleiner und da konnte ich mich noch nicht so cool aufregen wie jetzt, also... es hat Stil. Ja. Also das ist auf jeden Fall so ein kleines Stück Kindheit. Und ich muss das gleich auch nochmal durchspielen. Ja, alleine schon, um mir das zu beweisen. Bubu kann MK2. Ey, die haben voll die merkwürdigen Namen. Naja, auch egal. Von daher, das ist eigentlich so ein Must-Have. Drauf gekommen bin ich eigentlich nur durch René, also den guten Danalu. Er sagte so, ja, ihr müsstet mal Mega Man machen. Ich so, hä, warum das denn? Er so, naja, das wird bestimmt lustig. Ich so, das wird bestimmt richtig lustig. Und dann dachte ich mir, okay, probier's das einfach mal aus. Ich meine, Mega Man finde ich cool, aber auch nur diesen Teil. Die anderen habe ich entweder nicht gespielt oder ich mag sie nicht. Und von daher spiele ich den Part hier, also, diesen Teil. Also ich habe bis jetzt cool. Mega Man 1, 2, 3, 4 gespielt. Den fünften mag ich irgendwie nicht. Keine auch Ahnung. Auch wenn er Farbe hat, aber trotzdem ist er kacke. Ich kenne nur die ersten drei Teile. Und ich habe ein bisschen was von Mega Man X gesehen, aber das war's. Ich kenne die ersten fünf für den Gameboy. Giant Susi. Oh, wie süß. Dive Man. Ach ja. Nee, und auf jeden Fall, dieses Spiel macht ultra Bock. Ich weiß das gar nicht, ob man es noch irgendwo erwerben kann. Ich denke mal, irgendwo auf Amazon oder so. Auf Amazon kriegt man alles. Ja, das stimmt auch wieder. So, und wenn ihr das seht, dann bin ich höchstwahrscheinlich schon mit meinem neuen Projekt im Gange. Und ja, dann habe ich alles hier, was ich brauche. Und wir planen das wird so cool, ey. Wir planen eventuell noch ein anderes Projekt. Stimmt, es könnte sein, dass wir unter Umständen, also Dolch, ich, dann Danalu und Moin Di, also die sind bei mir auch an der Seite rechts im Kanal verlinkt. Es könnte sein, dass wir so ein Let's Play zu viert machen. Aber was sagen wir noch nicht? Was sagen wir nicht und wissen wir auch noch nicht. Eventuell haben wir einen Plan, aber... Ach so? Ja, dann haben die alle einen Plan, nur ich habe noch keinen Plan. Du hast das doch vorgeschlagen, du Kopf. Ach so, du meinst das? Ja, aber das ist nur unsere beide Spinnerei gewesen, das heißt ja nichts. Ja, aber das ist doch geil für einen... Thanks for playing. Gerne wieder. Nächstes Mal bitte ohne Soundbugs. Ja. Also, wie gesagt, deine Statistik war jetzt nicht ganz so schlecht, aber auch nicht ganz so gut. Ja, das aber ist dafür, für mich sehr gut. Aber dafür, dass du so ein Jump-Run-Krüppel bist... Ziemlich in Ordnung. Ja, ich kann auch damit leben. Ich habe, glaube ich, schon mal schlechter abgeschnitten. So, hier endet das, glaube ich. Oder? Kommt man nochmal zurück in den Main-Screen? Nö. Ich habe es mal 3 Stunden lang mit... 3 Minuten lang mit Speeden getestet. Nö, geht nicht. Okay. Lame. Egal, nicht so schlimm. Jedenfalls, das war Mega Man 3 von mir. Mit meinem Gastkommentator Dolch oder Dolchstar LP. Sein Kanal findet ihr auch bei mir rechts oder in der Videobeschreibung. Guckt mal rein, lohnt sich. Bock bei dem zuzugucken. Der rampaget auch ziemlich viel. Mehr oder weniger. Mein Lost Levels LP war aber gar nicht so schlimm. Und alle das stimmt, das habe ich gesehen. Da warst du relativ gut, komischerweise. Du musst Kaizo Mario noch machen. Ja, stimmt, das mache ich. Ich glaube, das nehme ich nachher noch auf. Nachher? Boah, das wird cool. Dann scheiß mal auf die Mega Man-Wette. Das machen wir wann anders. Okay. Okay, das wird cool. Okay, ja, Leute, sterben. Ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei wart. Und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Projekt wieder ein, welches ein bisschen mehr Farbe beinhaltet. Ja, Farbe. Ich gebe euch einen Tipp, guckt dieses Let's Play, auch wenn es jetzt ein bisschen zu spät dafür ist, nicht im Vollbild und sterbt je nach einem Flash. Hä, doch, ihr könnt das ruhig im Vollbild gucken. Ich werde da was machen, das wird cool. Zu wenig Farbentzug ist ungesund. Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr danach auf irgendeine farbige Oberfläche guckt, dann denkt ihr, ihr seid in den Farbtopf gefallen. Ach gut. So, jetzt haben wir schon 10 Jahre lang diesen coolen Screen. Aber es stört mich nicht. Irgendwie. Na, jedenfalls, das waren meine letzten abschließenden Worte dafür. Danke euch. Danke, Leute, dass ihr zugeguckt habt und Kommentare geschrieben habt und was auch immer ihr alles tut. Ihr seid die Besten. Schaltet beim nächsten Projekt wieder ein. Das wird episch. Und Dolch, du schaltest auch ein. Ja, sicher. Okay, das wird cool. Ja, ich bin Elpet und ich würde sagen, danke und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.